Hier zeigen wir euch das Original Michelin-Männchen mit echtem Namen, übrigens Bibendum. Original? Warum original? Das Bibendum ist sehr beliebt und so sind leider auch viele Fälschungen auf dem Markt. Diese unterscheiden sich meistens im Preis, aber auch im Aussehen und der Qualität. Aber hat das Original Michelin-Männchen nicht eine gelbe Schärpe? Ja und nein, es hatte viele Jahre eine gelbe Schärpe. Die aktuelle Version, die wir hier haben, hat eine blaue Schärpe und auch so ein etwas verändertes Aussehen. So wurde er auch 2016 auf der IAA Nutzfahrzeuge vorgestellt. Und woher weiß ich, dass ich ein Original habe? Zu jedem Männchen kommt ein Zertifikat mit individueller Seriennummer mit. Dies liegt mit im Karton. Außerdem bekommt ihr noch das Montagematerial zur sicheren Befestigung auf dem Fahrerhaus. Das Gegenstück hierzu ist bereits am Bibendum vormontiert. Natürlich ist auch eine Montageanleitung dabei, auf der eine sichere Montage gezeigt wird. Wir raten übrigens davon ab, das Männchen zu beleuchten, da dadurch Schwachstellen an den Montagepunkten entstehen könnten. Zum Schluss noch eine kleine Rundumansicht. Hier seht ihr, dass auch auf dem Bibendum nochmals steht, dass es sich um ein Originalprodukt handelt.